Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Lewe, und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt's mal ein ungewöhnliches Video für meinen Kanal, nämlich einen ganz normalen Vlog, weder Fußball, noch Omme, noch irgendwas. Hinter der Kamera ist Mariella. Vielen Dank auch an Max, dass er uns die Kamera gegeben hat. Und vielen Dank fürs Film natürlich. Heute sind wir ein bisschen unterwegs. Eben war ich schon beim Spiel meiner Kinder. Allerdings fand ich es nicht so passend, das jetzt in den Vlog reinzunehmen. Das wird mehr so ein Lifestyle-Vlog. Also wir waren heute in Hamburg-Altona unterwegs. Und ja, wir würden gern einen der besten Essensläden aus Hamburg testen. Keine Ahnung, auf jeden Fall Preis-Leistung soll da sehr gut sein. Ich blende euch auf jeden Fall jetzt auch mal die Google-Bewertung ein. Es sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Der Typ wurde mir schon 20 Mal auf Instagram vorgeschlagen. Grüße gehen raus. Ja, ansonsten nehmen wir euch auch noch so ein bisschen mit. Wir chillen ein bisschen. Es ist einfach geiles Wetter. Die Sonne scheint. Es sind nur 2-3 kleine Wolken. Aber es wird einfach ein sehr geiler Vlog. Also Freunde, ich will nicht so viel rumlabern. Wir sehen uns, wenn wir im Restaurant sind. Das ist nämlich unsere erste Station. Haut rein! Outfit-Check. Outfit-Check. Schuhe. Schuhe, 50 Euro. Hose, 40 Euro. Jacke, wollen wir nicht drüber reden. Okay, ich sag ehrlich, 40 Euro. Pulli, 15 Euro. Tasche, 30 Euro. Check out. Hier. Ist sie auf der Seite? Ja. Lacoste Cap, ich glaube 50 Euro. Ja, ansonsten keine Rolli am Arm, keine Bündel in der Tasche, leider heute nichts. Okay, das war's mit dem Outfit-Check. Wir sehen uns beim Essen. Zufrieden? Was geht? Also waren jetzt eben essen. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich auch den Bon gefilmt, bla bla bla. Fazit und alles gibt's gleich. Jetzt gerade sind wir noch im Ikea. Und ich muss nämlich einen Schrank zusammenpflegen, den ich als Geburtstagsgeschenk gekriegt habe. Jetzt kriege ich noch die letzten Instruktionen von Mutti, die gerade anruft. Und ihr werdet vielleicht das Endprodukt noch in diesem Video sehen. Haut rein. Und wenn nicht, beim nächsten Video. Also wie ihr seht, eigentlich hier FFP2-Pflicht. Ich habe aber leider keine FFP2-Maske. Ich hatte nur die hier. Aber wir haben System gedribbelt. Versteht ihr? System gedribbelt. Ich habe auf den Boden geguckt draußen. Ja, okay, ist ein bisschen räudig, ne? Aber wo eine neuere liegt, also ihr schaut hier, die ist full neu. Die lag draußen auf dem Boden. Hier, schau mal. Eine Maske. Und dann, hier, damit ich nicht reinatme, unter meine Nase. Zack. Keiner hat was gesagt. FFP2 hier. Zu Regal 48, Fach Nummer 8. Da hinten ist er. Ausverkauft. Ist man einmal vor Ort und dann ist die Kacke ausverkauft. Das wären jetzt so richtig cool, wenn man die Schublade so aufdrückt, dass die so rauskommt. Wisst ihr? Das ist so fresh, ne? Aber kann ja nicht immer alles so laufen, wie man sich das wünscht, ne? Ja, Freunde, zu Hause angekommen. Ich sitze jetzt hier wieder an meinem berühmten Platz. Ja, hier ist auch immer, wo ich stream, Videos aufnehme und so ein Scheiß. Aber es geht ja jetzt um die Bewertung von der Ottensener Food Kitchen. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, dieses mit Ikea mehr, mit dem Schrank aufbauen, das ist doch viel mehr, als ich gedacht habe. Ich habe hier neben mir eine Couch, die muss ich noch anders hinstellen. Dann kommt hier ein Schrank hin, neuer, mein alter muss weg. Ja, film jetzt schon, wie es unaufgeräumt ist, ne? Auf jeden Fall ist es jetzt so, vielleicht kriegt ihr ja noch einen Vlog dazu, wie ich meinen Schrank aufbaue. Mal sehen, stay tuned, abonniert, damit ihr das nicht verpasst. Preis-Leistung stimmt. Es ist nicht das günstigste, es ist nicht das teuerste. Wir haben 22 Euro bezahlt für, ich habe einen Sujuk-Ei-Burger gegessen. Bewertung kommt gleich. Mariella hatte einen normalen Cheeseburger, dazu haben wir beide Pommes extra bestellt. Also das ist nicht so ein Menü, das hatte man extra bestellt. Und Ketchup und Mayo hatte man noch extra bestellt. Also ja, auf jeden Fall. Der Sujuk mit Ei-Burger. Ich kann euch sagen, Freunde, das war so eine Fusion. Dieses Ei, ich weiß nicht, also das hat meine Geschmacksknospen so... Alter, das war richtig krass. Also ich muss schon sagen, und das Sujuk war richtig schön. Ich mag scharf eigentlich nicht, aber das ist so die perfekte Schärfe. Auch drin so noch
ganz leicht Brot und sowas perfekt gedingst. Leider muss ich sagen, war der Burger schon etwas kalt, als ich den gegessen habe. Kann natürlich sein, dass ich etwas Zeit damit verschwendet habe, den so abzufilmen. All in all muss ich für mich sagen, es war schon eine 8,5 bis 9 von 10. Also ich muss wirklich sagen, Baba Burger hat mir richtig gut gefallen. Die Pommes 10 von 10, also die Pommes waren wirklich geil. Gut gewürzt, alles mögliche, also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Burger von mir aus hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Soße gekonnt. Mariella meinte auch, auf ihrem Burger hat etwas die Soße gefehlt, also er hat etwas einseitig geschmeckt. Geschmack. Ja, etwas der Geschmack hat gefehlt, ja genau. Also das kann ich von meinem jetzt nicht behaupten. Allerdings hätte ich doch schon einen Tick mehr irgendwie so eine spezielle Soße oder so. Allerdings muss ich sagen, probiert es selbst gerne mal aus. Geht dahin und probiert es. Checkt die auf jeden Fall ab. Auf jeden Fall, Freunde. Wir sehen uns wieder beim nächsten Vlog. Ich denke, es wird ein Vlog. Stay tuned, abonniert den Kanal, damit wir noch die 1000 Abonnenten schaffen vor Jahresende. Ich sag's in jedem Video. Aber irgendwann müssen wir sie auch mal erreichen. Wisst ihr, teilt das Video mit euren Freunden, damit ihr nichts mehr verpasst. Und vergesst nicht zu liken. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video, wenn es wieder heißt. Bis zum nächsten Mal.